Ladies and gentlemen, may I please have your attention? Wo fange ich an? Eigentlich hätte ja die ganze Reise schon früher losgehen sollen, im August. Ich hatte auch eine richtig geile Abschiedsfeier. Shoutout an alle, die da waren. War direkt hier bei uns vorm Haus. Ich sage jetzt nicht die Straße. Legendäre Straße auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann habe ich irgendwie gewartet und habe kein Visum bekommen. Beziehungsweise es stand noch da, dass... Oh my god, okay, everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Naja, auf jeden Fall habe ich dann gewartet und gewartet, dass ich einreisen darf. Ich habe auf mein Visum gewartet. Und das hat echt lange gedauert. Ja. Was habe ich in der Zeit gemacht? Klickte, Regie, und deshalb steht es jetzt 7 zu 5. Jawohl, oh, und Lefty. Das Lefty Ace von Julius. Ja. Genau. Rowdy gespielt. AKA Spikeball. Und ich hoffe, das werde ich auch in Amerika spielen können. Bin ich mal sehr gespannt, was da für Angebote gibt. Irgendwann hat es doch geklappt. Kam die Nachricht. Über Connections, dies, das, Vitamin C, Vitamin B. Wurde es dann relativ schnell genehmigt und dann bin ich es abholen gegangen mit Johanna in Frankfurt. Alright, wir haben hier geparkt. Muss ich jetzt die ganzen Kennzeichen da so schwärzen? Ja, hoffentlich nicht. Okay. Also wir sind nicht im Regierungsviertel. Nicht da, wo das Konsulat ist. Hier Eschsheimer Landstraße. 42. Yeah! Ich bin aufgeregt. Let's go. Yo. This is it. Mailbox. Das sieht echt unspektakulär aus. Habe ich mir krasser vorgestellt. Und du dir? Ich hab gedacht, wir fahren zum Konsulat. Ja, hab ich nicht. Wir können auch mal zum Konsulat fahren, oh Scheiße. Aber ich wollte schon, wir wollten ja mit Eier bewerfen, ne? Ja. Ich dachte, es wäre DIN A4, ehrlich gesagt. Jo, also das ist hier so das Paket gewesen. Oder dieses, ne, das war hier drinnen. Mit Gummi, Safety First. So, und. Da sind meine Documents, also gut, das war auf jeden Fall mein Reisepass. Dann das habe ich abgegeben, mit dieses. Das Formular, das habe ich von meiner Uni bekommen. Irgendwie ist das gerade weird, weil. Erstmal no joke. Da ist nichts dabei. Hä? Bin ich dumm? Oder ist da jetzt irgendwas drauf? Klebt dich vielleicht hier drin? Ah! Oh mein Gott! Kurzer Schock! Ja, aber ich hab's. 6M. Warte, das mal hier, Bucknell University. Bearer is not subject to section 2-year rule does not apply. Okay, whatever. Ich werde wahrscheinlich auch nur ein Jahr da, also ein... So, wie lange darf ich da jetzt bleiben? Steht es da jetzt drin? Hallo? Ich gehe davon aus. Issue date, expiration date. 14. Mai schon. Das ist ja richtig, da muss ich ja direkt... Hä? Ich habe ja gar keine Zeit noch zu reisen. Das heißt, ich gehe da einfach hin. Mach da meinen Job und geh wieder. Alter. So haben wir es gerne.
pain. So many people gone, so many people came, and this that brand new spontaneous dope flow, intravenous, miscellaneous grinding. Better late than never, I'm calling it. First impression. Wir sind hier im Pickup von JFK. Ja, ich muss jetzt meine Pickup-Fahrerin finden. Die ist irgendwo hier, vorne, die ist nur mich am Abholen heute. Und es ist so 3,5 Stunden Fahrt ungefähr. Mal gucken, ob ich die schnell finde jetzt. Thank you so much for picking me up. So Leute, jetzt sind wir hier an so einem, also in so einer, keine Ahnung, Autobahnraststätte. Und also, ich will Wasser. Wo kriege ich jetzt Wasser her? Hier, Red Bull, die fetten Flaschen. Da ist Wasser. $2 habe ich. Okay, mir ist gerade aufgefallen, irgendwie 3 Autos hintereinander hatten hier kein Nummernschild. Das kommt nächstes, weil ich guck nochmal. Ja, zum Beispiel das hier, WTF, Nummernschild. Was geht ab? A couple of other cars also had no license plate. I mean, including us. Yeah. No license plate. I didn't notice. I mean, we're inside now, but... And Christmas lights is also still there. Yeah, they sell their lights up too. It looks really beautiful. Yeah, isn't it cute? Uh-huh. I told you, very beautiful. And so all of these are the stores and restaurants. Uh-huh. Alright, meine lieben Freunde, ich bin angekommen. Ich weiß nicht, ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht, was ich so alles erzähle und wie ich das jetzt alles mache. Aber egal, einfach Kamera an. Hier ist mein Room. Es hat so ein bisschen, das ist sehr viel Holz irgendwie und hat so ein bisschen so, ja, sehr einfache, minimalistische, so Möbel. Hat so ein bisschen was von der Jugendherberge. Ich mach mal andere Kamera an. Ja, so kann man, sieht man es besser. Yes, sir. Hier ist eigentlich ziemlich fett, hier ist so ein fetter Living Room, da ist schon mein Stativ, was ich hier so... Ich habe so viel unnötigen Zeugs mitgenommen, weil ich hatte so viel Platz noch. Da hier wohnt der Gregory. Der Gregory ist auch da. Hey Gregory, say hi to my fans! Saludos, soy de Colombia, Gregory. Colombia, viva la Colombia! What do you say? Viva Colombia. Viva Colombia, let's freaking go. Vielleicht noch hier. Like, ja, das ist hier. Bad, Dusche in einem. Hier ist Putzzeug. Hier Light Switch. Alright, Greggy and I, we're going grocery shopping. And look at this guy, hello. Was machst du denn hier, Bruder? Wenn ich mich da vorstelle, hört er auf. Oh, der fährt um mich rum. Krank. Hi, buddy. Also es gibt hier auch Barilla. Let's get it. Woo. How much is it? What do I want actually? Spaghetti, thick spaghetti? Normal spaghetti. 189. Okay, Freunde, also ich habe hier schon hier so Müsli gekauft. Das hat auch $6 gekostet. Und jetzt, so Brot ist ja auch immer so ein Ding. Hier so, ne, das sieht eigentlich nicht schlecht aus hier. Das ist jetzt nicht komplett Weizen. Whole Grain and Seeds, also Whole Grain ist vielleicht Vollkorn. Und dann kostet der Spaß aber einfach 6 Euro, Alter, für so ein Ding. Also, was glaube ich, Euro, Dollar. Okay, also hier ist Obst und Gemüse. Jetzt, Achtung, einmal raten, wie es hier wohl aussieht, wie viel es gibt. Da. Okay, also das ist schon stabil, wenn man mal ehrlich ist. Also ist echt nicht so, als gäbe es das nicht hier. Aber gut, ich weiß nicht, ob es überall so ist. Also wir sind schon in einer kleinen Stadt, ne? Louisburg ist eine Mini-City. Das ist nicht mal wirklich eine Stadt. Oh, Bananen sind auch gut reif. Aber ist echt teuer. £1? How much is... Like £1 is like... less than half a kilo, right? Half a kilo. So
So half a kilo is $350. That's also not cheap. Yeah, that's it's like everything is expensive, I think. Yeah, it is. Yeah. Actually. So, also ich wollte auch mir mal angucken, was hier so für Tiefkühlpizzen gibt. Und also sorry, aber wenn die nicht lecker aussieht oder noch besser. Ups. Oder die hier, lecker. Milch ist halt nicht in so Tetrapacks, sondern in so Kanistern. Okay, also was auch interessant ist, wir haben jetzt hier so Eier, aber so ein 18er Pack kostet $6. Das ist halt wieder auf der anderen Seite auch crazy. So, das kostet weniger als eine Tiefkühlpizza. 18 Eier, weniger als eine Tiefkühlpizza. Schon krank. Also das Verrückte ist auch, die haben mir einfach so übelst viele Tüten da reingemacht. Die hatten auch so einen Tütenhalter, wo die direkt nachdem sie das Ding gescannt hat, hat die es einfach in die Tüten reingelegt. Ich habe jetzt irgendwie 4 Tüten oder so für so einen Korb. Ja. Yeah. Okay, wir sind jetzt wieder angekommen. Und also wenn man hier guckt, da ist mein Zimmer drin. Also das ist das eine Fenster und das ist das andere Fenster. Okay, also wir haben gekauft hier so 2 Liter Milch, bisschen Seife, ja, hier Mundspülung, Kaugummis, nochmal Seife, Gouda, so eine Fertigpizza, 18 Eier, aber die waren ja nicht so teuer. Dann hier Brot, Müsli, Banane, Barilla, let's go, und so Pesto. Ne, das. Und das hat 44 Dollar gekostet. Das ist schon crazy viel eigentlich. Also ich glaube, da hätte man in Deutschland, wenn man da im guten Aldi wäre, eher so 25 ausgegeben, wenn überhaupt. Ja, doch 25. Die Eier wären dann halt reingehauen. Ja, aber das finde ich schon viel, ehrlich gesagt. Naja, so ist Leben. Und sorry, ich habe kein Gemüse. Ja, I realized, ein bisschen Fruit. Aber wie gesagt, Gemüse haue ich rein in der Cafeteria, weil das waren jetzt nicht so Essentials, die ich unbedingt brauche für Notfall. Weil wie gesagt, ich werde meistens eh in der Cafeteria essen und da gönne ich mir auch viel Gemüse. Ne, ich weiß, alle werden denken, ich werde fett oder so. Oder zumindest das Risiko wird bestehen, aber mal gucken. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt Bock habe, wenig Gemüse zu essen oder so. Also ich habe schon immer noch ich werde nicht meinen Essensstil irgendwie einfach so ändern oder... Mal gucken. Aber wie gesagt, ist es vielleicht bis zu früh, sowas zu sagen. Ah, was ich vergessen habe zu sagen, die hat mir dieses Essen hier. Das Essen. 1, 2, 3, 4, 5 Plastikbags. 5 Plastikbeutel mir damit gegeben, was halt viel zu viel ist. Ich glaube, ich behalte die und benutze die wieder, wenn ich da wieder hingehe. Und die haben auch nichts gekostet. Ne? Also Leute, hier, Umweltverschmutzung findet hier statt. Alright, so wir haben jetzt was zu essen bekommen und schaut euch mal an, das habe ich mir jetzt genommen. Vegetarische Ernährung werde ich wahrscheinlich ein bisschen ignorieren hier. Ich will auch ein bisschen aufbauen und ein bisschen mehr essen und dies und das. Aber jetzt mal no joke, das ist echt, also es gibt gesunde Sachen, es gibt viel Gemüse. Also haben sich ja wahrscheinlich viele gedacht, gibt es da nur Burger und Pommes? Nein, gibt's nicht. Guck mal, das hat der Gregory hier sich genommen. Bisschen Mais, bisschen auch Reis, Fisch, let's go. Have a good one, dude. Yo. Ich habe gerade gemerkt beim Editen, dass es gerade sehr viel Gelaber war, frontal in die Kamera und die ganze Einkaufsszene auch lang war. Deswegen gibt es jetzt zum Abschluss noch eine schöne cinematische Sequenz vom Campus und von Lewis Burke. Viel Spaß!